Rainer Michelmann für Kai Lehmann live hier in der Alten Oper anlässlich des Deutschen Sportpresseball. Bei uns eine Legende, Jochen Behle. Herr Behle, wie geht's Ihnen? Immer noch gut, Unkraut vergeht nicht. Sie kommen aus Korbach, sind also ein echter Hesse. Aber Nordhesse, aber trotzdem, ich zähle mich auch wirklich zu einem wirklich echten Hessen. Schön, waren Sie schon öfters hier am Sportpresseball? Also eigentlich die letzten Jahre fast immer, muss ich sagen. Weil es einfach eine schöne Gelegenheit ist, auch mal die ehemaligen Sportler. Man trifft sich auch mal hier wieder und natürlich auch der Respekt denen, die eben hier eine Auszeichnung erhalten, gegenüber, weil die haben was dafür geleistet. Wenn Sie schon öfters hier waren, können Sie sagen, was Ihnen so besonders hier gefällt? Es ist eine familiäre Atmosphäre irgendwo, wenn man dann am Abend da sich auf den Gängen trifft, sich unterhalten kann und so weiter. Mir gefällt es einfach. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie auf dem Spruch, wo es Behle, in den letzten 40, 50 Jahren tausendmal angesprochen wurden, ist das nicht lästig? Nein, das ist nicht lästig, weil er gehört irgendwo zu mir. Er hat ja auch meine Karriere irgendwo mitbegleitet, verbinde nichts Negatives damit, aber die 1000 werden sicherlich nicht reichen. Wirklich mehr? Ja, deutlich mehr. Sie haben, Arne, jetzt muss ich ablesen, 6 Olympischen Spielen teilgenommen. Sie waren 10 Jahre Bundestrainer. Wie würden Sie Ihre Karriere denn umschreiben mal? Traumhaft, lebhaft, sensationell? Ich würde nicht tauschen wollen, wenn man wieder neu anfangen würde. Vieles genauso machen. Es war einfach ein Erlebnis über die gesamte Zeit. Ich hätte sicherlich gerne auch in meiner aktiven Zeit selber meine Medaille gewonnen. Ab Platz 4 aufwärts, Olympische Spiele, Weltmeisterschaft, war alles dabei. Nachher dann als Trainer kamen auch die Medaillen dazu. Nein, ich bin einfach so mit dem, wie es gewesen ist, sehr zufrieden. Sie sind prädestiniert für die Frage, was muss denn ein Skilangläufer primär mitbringen? Ist das viel Talent, viel Training? Relativ einfach, sehr viel Fleiß. Weil mit Fleiß bleibe ich dabei, sage ich auch immer wieder in den Athleten, ist das größte Talent, was man mitbringen kann. Damit kann man am meisten erreichen. Sie haben sich ja als Aktiver im Grenzbereich bewegt, was das Training angeht. Was machen Sie heute, Schlussfrage? Ich fahre noch ein bisschen Fahrrad und solche Sachen, wandere viel, muss ich sagen, spiele ein bisschen Golf. Also so alles, was noch so im höheren Alter noch möglich ist. Kenne ich. Schönen Abend noch. Danke.